Hey ihr Mogri-Masken, willkommen zurück zu Final Fantasy VII Intermission mit Yuffie und Sonon und der anderen, die ich nicht mehr kenne. Ich habe ihren Namen vergessen. Egal. Wie heißt du? Sag mal, was habt ihr eigentlich mit dieser ultimativen Materia vor, nachdem ihr sie gestohlen habt? Was meinst du? Materia machen einen stärker! Und mit einer ultimativen Materia ist man natürlich ultimativ stark! Verstehe. Ich kann's kaum erwarten! Um es genau zu sagen, indem wir in Shinras Hauptquartier eindringen und das Ergebnis ihrer Forschung stehlen, fügen wir dem Feind nicht nur eine demütigende Niederlage zu, sondern machen ihm auch deutlich, dass er Wutai nicht unterschätzen sollte. Nicht wahr, Chefin? Genau. Die Chefin, ich glaube, darauf kommt sie nicht so ganz klar. Guck mal, da! Hey, du bist ja ein hübsches Ding. Bist du interessiert daran, reich zu werden? Musst auch nur dich selbst mitbringen, na? Willst du dieses Gesicht nicht gewinnbringend einsetzen? Hey, was ist mit mir? Kinder drehen sich weg. Und hören lieber gar nicht erst zu. Dich erwartet ein Luxusleben in der prächtigsten Residenz des Gesamts. Deportierst du etwa Bräute für Don Corneo? Wer bist du überhaupt? Ein Vertrauter? Oh, du kennst dich aus! Ein Vertrauter des Dons bin ich nicht. Aber du bist bei mir in guten Händen. Was soll das bitte werden? Lass mich los! Will dich nur zu deinem Interesse. Geschieht dir Drecksack recht! Erstens, ich bin kein Kind, klar? Zweitens, wie kann dir meine Schönheit nur entgehen? Du willst dich mit uns anlegen? Meine Schönheit? Dann zeig doch mal, ob du mit den Großen auch mithalten kannst. Ich hab's mir gedacht. Sonon kann im Kampf nicht aktiv kontrolliert werden. Du kannst ihm aber Befehle erteilen. Okay. Hat er denn auch? Warte mal. Okay, führt eine Reihe von Angriffen aus oder wirft sich den Gegner. Was? Wirft sich auf den Gegner und reißt ihn um. Schockpotenzial groß. Okay, mach mal. So, was haben wir denn hier? Don Corneos Handlanger. Suchen in den Slums nach Frauen, die dem Geschmack des Dons entsprechen, um sie dann für die Brautshow anzuwerben. Keiner von ihnen schreckt vor einem Kampf zurück und wenn es zur Sache geht, verlässt sich jeder von ihnen auf seine Lieblingswaffe. Sinken ihre TP, nehmen sie Aufputschmittel, durch deren Wirkung sie nicht so leicht einzuschüchtern sind. Im aufgeputschten Zustand füllen Angriffe nicht länger ihre Schockleisten. Feuer ist wirksam. Handgranate. Fehlt fehlgeschlagen. Ah, ich soll es mal Raupen probieren, ha? Yes,
Oh ne, hab ich doch schon. Ah, ich wollte es nicht. Ich habe mir die Fähigkeiten eingestellt, dass sie gemerkt bleiben. Okay. Ein Dämonenarmreif, so. Habt ihr ganz schön was drauf? Na warte, ich stopf dir dein verdammtes Maul! Boss, das musst du dir ansehen! Ich hab uns eine total heiße Braut aufgetrieben! Echt jetzt? Hier und so und hier auch! So! Ihr seid so kacke! Meine verehrten Damen, tut mir leid! Aber wir haben jemand Passenderes gefunden! Dann los! Okay, die waren jetzt echt bescheuert, die Jungs mal wieder. Aber Don Corneo, der alte Bock. Was waren das denn gerade für Typen? Handlanger von Don Corneo. Sie schmeicheln jungen Mädchen und locken sie mit Versprechen von Reichtum in Corneos Villa. Die Villa habe ich gesehen. Das geschmackloseste Gebäude auf dem gesamten Wallmarkt. Ha? Du kennst dich aber gut aus, Sonon. Musste ja die Gegend auskundschaften. Er hat coole Schuhe. Ich wollte mal sagen, ja, macht irgendwie auch Sinn, dass man Sonnen nicht spielen kann. Hallo, Achtung. Ich möchte gerne ins Inventar. Darf ich das? Darf nicht ins Inventar. Was soll denn das? Ich will jetzt nicht festgefahren. Okay, jetzt geht's wieder. Ja, wie gesagt. Er kennt sich hier schon ein bisschen aus. Oh, ein Armreif, der es erlaubt, die Macht eines Dämons einzusetzen. Dafür muss, er mit den Accessoires Grusu-Speicherchip oder Miso-Speicherchip kombiniert werden. Aha. Aha. Interessant. Und er hat den Nietenreif, da geben wir mal den Ninja-Armreif, oder? Macht zwar weniger physische Abwehr, aber mehr magische. Und er hat leider nichts hier. Ich würde gerne noch ein bisschen shoppen gehen, aber egal. So, Analyse haben wir. Wir haben Frost. Magische Verkettung, ja, sehr gut. Heilen. Heilen lasse ich auch mal. Kann ich da nochmal rüber wechseln? Ah, ich muss voll raus aus dem Menü. Stehlen. Was haben wir noch? Ja, ich lasse ihr mal stehlen, weil ich finde das eigentlich ganz praktisch. So, Amplifikation. Was war das? Moment. Der Wirkungsbereich. Ah, okay. Ja. Gebe ich mal so dann vielleicht. Was hat denn der Meister der Gegenstände? Verbessert die Wirkung. Autovita, effizientes Blocken. Ich kann ihn ja eh nicht lenken, deswegen ist das vielleicht gar nicht so schlecht. Dann kann er immer die Leute von mir abhalten. Und Zerstörung. Nein, ich gebe ihm auch mal... Ja gut, heilen habe ich keins mehr. Schade. Erstschlag hat er ja schon. Wir geben ihm das noch hier. Und wie gesagt, Ramo habe ich ja selber. Was nehme ich denn noch? Ich nehme auf jeden Fall noch Glut. Und vielleicht Zerstörung, ich weiß nicht. DP-Absorption. Luft haben wir jetzt noch nicht gehabt, dass da jemand groß anfällig war. Ja, die muss ich halt verbinden, ne? Das ist das Problem. Die TP-Absorption. Chakra. Ja. TP-Boost wäre vielleicht gar nicht mal so übel bei ihr, weil sie hat halt nicht sehr viel TP. Ausweichrundschlag. Ja, ich gebe den TP-Boost. Aber was hat jetzt eigentlich die Heilung? Hat die jetzt mal einen neuen Level langsam? Nee, immer noch nicht. Und noch ganz kurz die Waffenmodifikation. Da haben wir es jetzt auch bald. Sorry. Menü rumreiten ist immer so eine Sache bei mir. Da kann ich ewig Zeit verbringen, leider. So, magische Attacke, physische. Was haben wir hier noch? Schaden mit normalen Angriffen und Stehlen-Boost. Mach ich das mal. Stehlen-Boost. Hört die Erfolgsrate von Stehlen. Sehr schön. Sonnen hat ja erst eine Waffe, von daher müssen wir da nicht gucken, oder? Warte. Ja. Okay, gut. Diese Handlanger. Was für Pfeifen, oder? Wie gesagt, ich hoffe nicht, dass man jetzt nur in den Slums ist. Ich würde mir so ein bisschen Abwechslung wünschen.
Und am besten gleich den zweiten Akt von Final Fantasy VII. Wir sind endlich da. Jetzt heißt es nur noch warten. Auf wen denn? Tja, wir hatten eine Spezialistin für solche IDs, aber sie ist in der Splittergruppe. Also mussten wir uns schnell jemand anderes suchen. Sag mal, was ist denn mit dem? Eine Makrovergiftung. Das Schicksal derjenigen, die es nicht zum Soldaten schaffen oder ausgedehnt haben. In jedem Fall ein Opfer von Shinra. Schon wieder Shinra, ja? Diese dreckigen Schweine! Wenn ihr euch bei Shinra beschweren wollt, dann braucht ihr die hier. Ohne die kommt ihr nicht nach oben. Sie werden in den Zügen gescannt, also tragt sie immer bei euch. Vielen Dank. Warte mal kurz! Ein kleiner Snack, probier mal! Haben alle keinen Biss in dieser Stadt? Dann lasst uns zurück und auf Chi-Chi warten. Jetzt dauert's nicht mehr lange und die Mission geht endlich los! Chefin, nach der Reaktorexplosion wird das alles nicht so leicht. Die Stadt wird jetzt stark überwacht. Wir sollten Naios Gruppe um Hilfe bitten. Langweiler! Ist hier noch was? Das war jetzt ein bisschen unspektakulär. Oh, da ist er ja. Ja, wir gehen hier durch den Ausgang einfach. Na? Dass die einfach so, dass die hier so rumrennen dürfen. Also, ich meine, die sind ja auch gefährlich. Das wissen die jetzt eigentlich nur noch nicht, aber die sind gefährlich. Ein Freundschaftsarmband. Oh. Warte mal, so war da. Wir gucken mal rein. Freundschaftsarmband. Ein Armband, das für eine enge Verbindung steht. Verringert den Verbrauch von ATB im Synchronisationsmodus. Aha. Also mit L2 kann ich ja den Synchronisationsmodus. Was brauche ich hierfür nochmal? Gozu-Speicherchip oder Mesu-Speicherchip? Aha. Warte mal, ich gebe das vielleicht mal. Ja, wie gesagt, es verändert sich ja nichts. Die hat ATB-Verbrauch. Vielleicht soll ich mir das eher selber geben, ha? Huh? Aber ich wollte mir noch ein anderes Accessoire vielleicht kaufen, weil die sind alle so ein bisschen mittelprächtig. Ist was passiert? Tauben, I. Planänderung. Ich warte am Pfeiler. Beeilt euch, GJ. Eine Planänderung? Welcher Pfeiler? Die gigantische Säule, die die Platte stützt. Ich bringe euch hin. Tauben, die Ratten der Lüfte. Ich habe irgendwie ein schlechtes Gefühl. Mir ist es so lieber. War viel zu ruhig bisher. Du bist wohl der ungeduldige Typ. Und ab! Viele von meiner Sorte gibt's in Wutai aber nicht. Muss eine Mutation sein. Oho! Das gefällt mir. Ach, ich mag sie. Sie ist so kindlich naiv, aber irgendwie auch schön, so erfrischend. Wo willst du denn hin? Ich will zum Händler. Oh. Zwei Reaktoren. Ist der Umhang selbst gemacht? Dann später. Vielleicht sollten wir zu. Was ist denn? Gleich sind wir da. Ich find's übrigens komisch, dass sie noch den Umhang trägt. Gerade das ist doch auffällig. Ach, da ist DJ. Ich dachte, ich hätte mich vollkommen an ein Leben unter der Platte gewöhnt, aber das ist direkt über uns. Mach's Maul auf! Bist du taub? Hey! Also. Da, Mogri! Oh Mann. Hinterher. Die Pfeifen. Kümmert ihr euch um DJ? Ich gehe zurück und warne die anderen. Ja, dort lang. Wenn wir noch irgendwas brauchen, sollten wir es besorgen, bevor wir uns auf den Weg machen. Ob DJ wohl irgendwas ausgefressen hat? Sich vermutlich für uns in Gefahr begeben. Jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen. Ich wollte gerade sagen.
Wenn es jetzt heißt, wir sollen uns noch was besorgen, bevor es losgeht, dann würde ich sagen, machen wir das auch. Der Schildkrötenmann ist immer noch da. Naja, ich drücke ein Auge zu. Wie ein Auge zu drücken? Warum denn? Der verkauft auch Waffen. Okay, jetzt gerade nicht, aber... Schade, er hat diese Chips nicht. Deswegen habe ich eigentlich nachgeschaut. Überlebensweste. Ja, gibt weniger Angriff, aber... Ja, 10% mehr Vitalität. Magiewert erhöht sich. Lebenskraft erhöht sich. Schützt vor Gift. Belebt automatisch wieder einmal. Ein Seelenohrring, ja. Brauchen wir nicht. Die Kämpfe sind gar nicht so schwer. Und ein Reif der vollen Kraft. Ja, nehmen wir mal. Ne, warte. Was haben wir doch für Reifen hier? Ich hätte am liebsten einen mit mehr Schutz-Runen-Armband, ja. Ah. Ja, doof, dass ich nicht auch mit Sonan vergleichen kann jetzt gerade. Aber hier gibt es halt wirklich auch keins, was für beide Schutz gut schützt, außer der Gothic-Armreif. Aber nee, komm, lass mal. Gut. Huch, musste gerade mal ein bisschen... Entschuldigung, ich hoffe, ich hab's wahrscheinlich nicht rausgeschnitten. Vergesst das. Nee, jetzt gebe ich Yuffie. Oder? Eigentlich sollte ich ihr das Freundschaftsarmband geben. Du bekommst dafür den Reif der vollen Kraft, weil sie macht auch nicht so viel Schaden, leider. Na gut. Jetzt aber hinter Tische. Tische. Ach komm, wir gehen hier lang. Ist auch egal. Wir kommen! Ach, ich vermisse das Spiel so sehr, Leute. Ich habe das Hauptspiel so gerne gespielt. Und es war auch gar nicht so kurz, aber es war so schnell vorbei. Ach, guck mal, da ist er wieder, Lodge. Platz hier! Ist total unrealistisch. In echt würden die Leute überall im Weg rumstehen. Nur mal so. Man kennt's ja. Aus dem Zug aussteigen und erstmal stehen bleiben. Oh, da sitze. Wo sitzt er hin? Oh, violetter Behälter, der muss gut sein wieder. Hey. Ein Kampfstab. Das Sonnen. Ich drücke immer das Touchpad. Warte. Ja, was mache ich denn? Was mein, sondern so. Trainingsstab, Kampfstab. Oha. Erhöht vorübergehend die Angriffskraft und fokussiert die Angriffe auf den anvisierten Gegner. Unwirksamen Synchronisationsmodus. Oh. Ja. Ich glaube, ich lasse den nochmal ein bisschen, den Trainingsstab. Oder? Der ist halt viel stärker. Weil ich will ihn noch auf Maximum bekommen. Ihr wisst ja, wie es läuft, ne? Man muss hier auf Maximum und so weiter und dann... Komm mal, später. Wir gehen erstmal die Typen verfolgen, ist wichtiger. Die Zeit haben wir später wieder. Scheiße. Du entkommst uns nicht. Los, spuck schon aus. Als ob ihr mich dann laufen lassen würdet. DJ kommt auch aus Wutai? Wir haben jetzt wichtigere Sorgen. Die Situation sieht ernst aus. Schnell! Weißt du, die haben Knarren und der rennt. Der veralbert die einfach und rennt weg. Hallo? Wow! Geht doch um einiges tiefer hier. Ihr hängt euch ja ganz schön rein! Ah. Verdammt! Bringt mir ein Wiesel!
Wie sind wir da hingekommen, bitte? Was ist das? Eine Fabrik? Könnte schwören, ich war schon mal an genau so einem Ort. Hier wimmelt's bestimmt nur so von Ungeheuern. So, Solon und Yuffie können zusammen eine Vielfalt von Angriffen ausführen, mit denen der Gegner viel leichter in Straucheln gebracht werden kann und schockanfällig wird. Wenn sowohl Yuffies als auch Solons ATB-Leiste aufgeladen sind, können sie zusammen Sonderformen einiger Fertigkeiten ausführen. Ah ja, im Synchronisationsmodus füllt sich Solons ATB-Leiste nur langsam. Warte. Wirbelsturm. Hey, mal das erste, ja. Richtig gut. Das ist ein tolles Feature. Na? Das ist ein richtig tolles Feature. Ich meine, es ist jetzt nicht sehr praktikabel für mich, aber es ist toll. Aber wie ist der so schnell da hingekommen, GJ? Was hast du denn? Ranghoher Wachmann der Shinra-Sicherheitsbehörde. Elite-Kämpfer, dessen Kampffähigkeiten denen gewöhnlicher Wachmänner deutlich überlegen sind. Wird hauptsächlich in hart umkämpften Gefahrenzonen eingesetzt. Nach geblockten Nahkampfangriffen sind ranghohe Wachmänner kurzzeitig leichter einzuschüchtern. Hey. Was? Tränke mopsen. Ist hier noch was? Verstehe. Wenn wir das Ding nicht irgendwie abschalten können, kommen wir nicht weiter. Jetzt zeig dich schon, Schalter! Achso, Schalter. Ich dachte, der ist doch Chiche. Bleib mal schön hier, ihr Viecher. Bitte, was war das denn gerade? Der ist ja richtig Hammer, der Angriff zu zweit. Da soll man eben schnell umschalten in den Synchronisationsmodus und sich dann was krallen hier? Also die Gegner kalt machen, finde ich schon sehr, sehr cool. Ach, Gebet war da auch irgendwas mit Heilung, oder? Gebet. Heileffekt winzig, gering, mittelgroß, enorm, ja. Die TP der Gruppenmitglieder. Wenn ich das mal auf Regena kriegen würde, dann... Frost, ja. Dauert alles so lange, da kann ich das Gebet ja mal ein bisschen rausboxen. Wo ist denn hier? Geht's hier irgendwo weiter? Ja, hier ist der Zielbereich, aber ich sehe keinen... Schalter. So, ich habe gerade keinen Plan. Warte mal, was sagt denn die Karte? Hier ist der Zielbereich definitiv. Aber wo ist hier ein Schalter, bitte? Für das Laufband. Muss ja da irgendwo sein, oder nicht? Kann ich hier rauf?
Ich sehe da keine... Nee. Außer hier, aber da geht ja nicht. Kinder, bin ich gerade blöd oder ist das Spiel blöd? Das ist ja auch gar nichts. Oh, natürlich, hier ist er. Natürlich ist er hier und nicht da unten. Komm schon, Juffi. Nicht lang schnacken. Ich finde das cool, wie sie so einen auf diesen Naruto-Rennengang macht. Also diesen Rennmove, dass sie da die Arme so ausbreitet. Und Ding ist gewusst, dass angeblich Ninja damals so eine spezielle Atemtechnik hatten, habe ich mal gehört. Ich glaube einmal ein, einmal aus, dann zweimal ein, zweimal aus. Also so ganz kurz so. Und da kannst du deine Ausdauer viel besser einteilen. Habe ich zumindest mal, ne? Weiß nicht, ob es stimmt. Halb Wissen von mir mal wieder. Mit Avalanche in die Haare gekriegt. Hatte deshalb nur Vertrauen in die Leute hier. Ja, schade mit deinem Vorfall. Avalanche scheint sich seitdem wirklich verändert zu haben. Aha, also ist Avalanche auch außerhalb von Midgar unterwegs? Noch mehr. Los! Wie bitte kommt er hier die ganze Zeit durch? Sie fällt 50 Meter runter auf dem Rücken und sagt nur, aua. Ja gut, ja. Ist so, ne? Sie ist ein Ninja. Oha. Was ist das denn für ein Vieh? So, ein Horngreifkäfer, eine besondere Variante des Greifkäfers, die größer, wilder und hungriger ist als alle Arten, anderen Arten. Wittert der Honigkäfer, der Horngreifkäfer, warum will ich Honigkäfer lesen? Die Musik macht mich ganz kirre. Schickt er andere Greifkäfer vor, die im Schwarm darüber herfallen. Werden alle Greifkäfer besiegt, die er herbeigerufen hat, füllt sich seine Schockleiste schneller auf. Er kann verlorene TP wiederherstellen, indem er andere Greifkäfer frisst. Okay. Eis ist seine Schwäche. Was? Schon wieder. Sehr schön. Was? Materia-Stufe ist gestiegen? Ich mal die Pause, danke. Und was denn? Von Stielen oder? Nee, kann nicht sein.
Was ist denn gestiegen jetzt? Ich dachte heilen zuerst. Was hat die Gegenstände? Auto wieder. Effizientes Blocken ist gestiegen wohl. Und provoziert. Ich habe keine Ahnung. Ich habe es gerade verpasst. War zu viel. Zu viel Einblendung. Okay, holen wir uns ein paar mehr Fähigkeiten. Die dritte Stufe. Was haben wir denn hier alles? Attacke, Maximum, Leichenfletterer. Oh, Leichenfletterer. Und zusätzlicher Materia-Slot. Okay, präzise Abwehr. Halt beim Töten von Gegnern TP. Oh! Nehme ich das doch mal zuerst. Das spart mir auf jeden Fall ein bisschen Heilung. Ich muss dazu sagen, ich bin nicht so der Freund von Jazz. Aber so schlimm ist es hier auch gar nicht. Das passt so. Es hört sich so ein bisschen an wie Tank. Kennt ihr Tank? Tank! Von Cowboy Bebop. Ziemlich cool. Ernsthaft? Ich habe immer noch die erste Stufe? Physische Abwehr. Magische Abwehr. Komm, nehmen wir alles mit. Er braucht ja so ein bisschen mehr, weil er so das Hau-drauf-Gesicht ist. So, alles klar, Leute. Ich mache ja Pause. Nächstes Mal geht's weiter. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid bei Final Fantasy VII Intermission und mir, dem Bruga. Nicht vergessen, liken, kommentieren. Ich würde mich freuen. Danke, macht's gut. Tschüss.